Die Insel Kirk, die schon seit der Antike Goldene Insel genannt wird, ist eine Schatzkammer an einzigartigen Juwelen des natürlichen, historischen und kulturellen Erbes. Sie ist eine wahre Symphonie von vielfältigen Bildern, Tönen, Gerüchen und Geschmäckern. Die bis vor kurzer Zeit größte Insel der Adria ist ein in die Meeresbläue eingetauchtes, ökologisch erhaltenes Gebiet und ein Platz der menschlichen Sehnsucht nach einem harmonischen Leben im Einklang mit der Natur. Nach wie vor ist die Insellandschaft marmoriert mit Steinmauern, jenen Rosen unbearbeiteten Steines, die den Lebensraum der Schafe einfriedeten oder die fruchtbare Erde zu bewahren versuchten. Sie sind die Spiegel des volkstümlichen Lebens der Vergangenheit und Muster jahrhundertealter Volksbaukunst, die unter freiem Himmel ein Netz abstrakter Zeichnungen geflochten hat, welches großen Teilen der Insellandschaft Form verleiht. Aromatische Mittelmeerpflanzen, die große Flächen der Insel bedecken, sind ergiebiges Weideland für Schafe, die ewigen Nährmütter der Insulaner und beständiges Merkmal ihrer Zivilisation. Ihre Ferien auf der Insel Kirk sollten Sie auf jeden Fall zum Kosten von einheimischen Schafs- und Ziegenkäsen nutzen, die von Kräuteraroma und Meersalz durchdrungen sind. Die außerordentlich vielfältige Pflanzen- und Tierwelt der Insel Kirk ordnet sie zu den reichsten Inseln des Mittelmeers. Die Legende vom beliebtesten autochthonen kroatischen Weißwein Vrnička Žlahtina, der zu Gesang und Geselligkeit auffordert, entstand in diesem Klimagebiet und wurde mit dem Schweiß der einheimischen Winzer gegossen. Heutzutage hat die Insel Kirk ihre landschaftliche Bereicherung durch die zahlreichen gepflegten Olivenhaine erhalten, die, vereint mit Stein und in der Umarmung des Meeres, auf natürlichstem mediterranen Raume, dem kargen Inselboden, entsprossen sind. Die Olive, als Symbol der Verbundenheit und Treue, belohnt die Insulaner mit Bächen edlen Öles, das unsere Tischkultur verfeinert. Der Naturreichtum der Insel Kirk geht Hand in Hand mit der ebenso inhaltsreichen Sage von ihrem kulturell-geschichtlichen Erbe. Seine Prägung bekam dieses Erbe zu großem Teil durch die tausendjährige Lebenserfahrung an diesem Treffpunkt vielfältiger Kulturen, die auf dem Meeres- und Landwege eintrafen. Der Duft von Salbei, Rosmarin und Wermut, von Stein und Meer verschmilzt hier mit dem Geruch der Geschichte und Legenden, die Sie auf Kirk allerorts antreffen werden. Kirk nennt man auch die Wiege der kroatischen Glagolica, der in Vergessenheit geratenen europäischen Schrift. In der kleinen Kirche der heiligen Lucia in Jurandvor wurde die Bastianska Ploča gefunden, eine Steintafel mit glagolitischer Inschrift in kroatischer Sprache aus dem Jahre 1100. Dieser kroatische Edelstein gilt heute als das bekannteste Denkmal kroatischer Kultur und Schreibkunde sowie als europäisches Kulturerbe von höchstem Rang. Überall auf der Insel kann man in Stein gemeißelte glagolitische Spuren antreffen, glagolitischen Sonntagsmessen beiwohnen, was bezeugt, dass Kirk eigentlich nie aufgehört hat, seine Vergangenheit zu leben. Die fabulöse europäische Adelsfamilie Frankopan machte sich auf ihren einige Jahrhunderte langen Weg gerade von dieser Insel aus. Sie hinterließ unauslöschliche Spuren in der kroatischen, nationalen und europäischen Geschichte und die Bewohner von Kirk kehren heute mit Stolz zu deren Stern und dem brotzerreißenden Löwen zurück. Die zerklüftete und malerische Küste von Kirk ist mit Inselzentren und kleinen Küstenorten besetzt, in denen wir inmitten von eng aneinanderliegenden Häusern und sich dahin schlängelnden Gassen die hiesige Poesie des Steines nachempfinden können. Der entspannte Gast kann hier auf Schritt und Tritt den Jahrhundertsduft und Geschmack des Mediterraneums spüren, die Herzlichkeit der Gastgeber erleben und deren zurückhaltende Inselseele erkunden.
die Insulaner auch Bodoli genannt, vergessen auch nicht die Pflege ihrer Traditionen und Bräuche, von denen ein Teil zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Um ihren Gästen etwas von den Bräuchen näher zu bringen, geben sie ihnen im Sommer die Gelegenheit, die erquickliche Quelle von Lebensfreude und Genuss zu spüren. Die Klänge des Volksinstruments Sopile und die rhythmischen Schritte der Volkstänze bilden ein Geflecht der Zier, Farben, Freude und unverhüllten Fröhlichkeit. Kirk, die in das farbenreichste Meer der Welt eingetauchte Insel, umhüllt vom warmen Mittelmeerklima, hat aus sämtlichen Vorzügen, die ihr von der Natur selbstlos geschenkt wurden, eine Grundlage für das Entfalten des Fremdenverkehrs geschaffen. Während des Einatmens der salzigen Adria-Luft haben zahlreiche Europäer hierzulande schwimmen, tauchen, segeln und lieben gelernt. Die Bewohner von Kirk haben die Entwicklung des Tourismus weltweit aufmerksam mitverfolgt und es meisterhaft verstanden, eine mit modernsten Inhalten bestückte touristische Destination aufzubauen, die einer vielversprechenden Zukunft entgegeneilt. Der Urlaub, den sie für sich und ihre Liebsten hier auf Kirk ausgewählt haben, offenbart ihnen eine breite Palette von magischen Augenblicken unterschiedlichster Vergnügen. Gibt es überhaupt etwas Schöneres, als seinen Körper den Herausforderungen der Natur von Kirk hinzugeben, dem makellos sauberen, azurfarbenen und warmen Meer, mit voller Lunge das mit dem Duft der Kiefern und aromatischen Pflanzen angereicherte Ozon einzuatmen, den Klängen dieser Gegend zu lauschen und mit ihr zu verschmelzen? Die verschiedenen und dynamischen Inhalte, die den Entwicklungstendenzen auf der Welt folgen, bieten anspruchsvolleren Anhängern von Aktivurlaub und sportlicher Anregung die Möglichkeit zur Auswahl. Der neugierigere Tourist und Kenner geistiger Genüsse wird hier auf Kirk sicherlich nicht die beeindruckenden Sammlungen auslassen, die von der hohen kulturellen Ebene des mehrere Jahrhunderte währenden Lebens auf der Insel zeugen. Sie sind in zahlreichen Bibliotheken, Museen, Galerien und Kirchen aufbewahrt und dem Blicke des fremden Gastes zugänglich. Das große Lied des Weines, das hier seit alten Zeiten widerhallt, ist die Ouvertüre zur orchestrierten gastronomischen Symphonie des Duftes und Geschmacks dieser Gegend. Die mediterrane Küche ist für alle Anhänger kulinarischer und önophiler Genüsse die perfekte Wahl und sollte in den exotischen gastronomischen Heiligstätten von Kirk erforscht werden. Eine reiche Tafel und den verlockenden Geschmack einheimischer Delikatessen finden Sie in Restaurants, Weinkellern und Gasthäusern. Dort kann man Speisen mit dem Geschmack der Kindheit kosten, die Herzlichkeit der Gastgeber genießen und sich über die verschiedensten Themen unterhalten. Sachkundige Feinschmecker, die auf allen Meridianen und Parallelen des blauen Erdballs Köstlichkeiten probiert haben, beschwören, dass der Geschmack der in den Tiefen der Inselgewässer von Kirk gefangenen Scampi und hochwertigen Fischen einmalig und unvergesslich ist. Die fantasievoll gestalteten Speisen des Meeresgrundes und der Gärten von Kirk werden aus den segensreichen Gaben der erhaltenen Natur zubereitet. Eine derartige Speise sind Schurlitze, eine Teigware, die Sie zu Lammgulasch oder Scampi probieren sollten. Dazu sollten Sie sich unbedingt ein Glas gut gekühlte Schlachtine eingießen, den echten Weißwein von Kirk, dessen Frische Sie in eine gewisse Poetik des Durstes und gastronomischen Genusses einführen wird. Das Meer und die Insel leben seit ewigen Zeiten. Mit den Erlebnissen der Menschen all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch brodelt in ihnen eine Vielzahl verschiedener Leben. Mit ihrer Ankunft auf Kirk haben sie einen Weg des guten Lebens eingeschlagen. Ein Leben ausgewählt, das es wert ist zu leben und zu dem man immer öfter zurückkehren sollte. Wenn sich der Mensch an der richtigen Stelle befindet, liegt ihm die ganze Welt zu Füßen. Dieser Winkel der Erdkugel im nördlichsten Teil des Landes der 1000 Inseln, das Kroatien genannt wird, ist gerade ein solcher Platz. Als gemütlicher Gastgeber
wird die Insel Kirk alles tun, damit sie unvergessliche Erinnerungen an Gesehenes, Erlebtes und Gekostetes mit sich nehmen.